Drei Containerterminals betreibt die Hala und steht damit für den Hamburger Hafen schlechthin. Die Unternehmenszahlen sind seit Beginn des Ukraine-Krieges in den Keller gerauscht. 10,60 Euro, so der Stand der Aktie heute Nachmittag. Es wäre ein Schnäppchen für den Unternehmer Klaus-Michael Kühne, der heute im Abendblatt zu Protokoll gab. Ich überlege mir, ein offizielles Übernahmeangebot für die Hala-Aktienmehrheit zu machen, weiß allerdings, dass es bei der Stadt zurzeit kaum Anklang finden wird. Die erwartete Abfuhr aus dem Rathaus ließ heute nicht lange auf sich warten. Die Senatskanzlei verschickte ein Statement. Wir können bestätigen, dass der Senat nicht beabsichtigt, die Mehrheit der Hala an Investoren zur Verfolgung privater Geschäftsinteressen zu verkaufen. Und der SPD-Fraktionschef ergänzte wie folgt. Ich glaube, der Hafen hat in der Tat ernsthafte Diskussionen verdient. Wir haben unseren Hafenentwicklungsplan vorgelegt. Wir sind mit ganz vielen Reedereien im Gespräch, auch wie wir Wettbewerbsbedingungen verbessern können. Von daher glaube ich, Herr Kühn kann sich an vielen anderen Stellen in dieser Stadt wirklich sehr gut einbringen. Kühnes Interview sorgt bei vielen für Kopfschütteln. Doch in der Analyse geben ihm Hafenexperten wie Jan Ninnemann durchaus recht. Es ist notwendig, in Hamburg zu schauen, wohin die Reise im Containerumschlag geht. Hamburg hat hier einige Herausforderungen zu bewältigen. Und dazu zählt vor allem das Thema Produktivität erhöhen, Kosten reduzieren. Dafür sind umfangreiche Investitionen erforderlich, unter anderem in das Thema Automatisierung. Da ist es natürlich sinnvoll, auch zu schauen, wie man das finanzieren kann, welche anderen Partner man mit an Bord holen kann. Mehr Taten, mehr Tempo, das fordert nach dem Kühne-Interview auch die CDU-Opposition, etwa beim Projekt Energiehafen. Es ist alles noch sehr vage und unverbindlich. Wir müssen konkrete Pläne, konkrete Nutzungen vorschlagen und dann auch entsprechend Verträge machen. Das trifft für den Energiehafen zu, aber es trifft natürlich auch für den Container- und Logistikhafen zu. Wir müssen den Hafen insgesamt neu denken. Die Diskussion um die Zukunft der Hala und des Hafens allgemein wird der Senat so schnell nicht wieder los. Und Klaus-Michael Kühne hat bereits angekündigt, dass er bei dem Thema am Ball bleiben will.